Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth mit mir, Wigmann. Beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. War das der Isaac Run? Ich weiß es echt nicht mehr. Es könnte auch. Ne, ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder? Lass mich kurz überlegen. Ach, haben wir da nicht mit When Life Gives You Lemons? Das könnte sein. Dieses Mal hole ich mir Eve mit Curse of the Unknown. Das ist natürlich sehr schön. Wer mag es nicht? Wunderbar. Zuerst einmal Experimental Treatment. Ich. Okay. Was sind unsere Ziele? Zum einen Isaac und die Chest. Dann natürlich der Boss Rush, je nachdem wie gut es läuft. Hash. Also, ja, wir haben so einiges vor. Aber zuallererst natürlich gucken, dass wir überhaupt mal Mom besiegen. Und eventuell können wir auch den Boss Rush Raum dann machen, je nachdem, wie gut es bei uns eben momentan läuft. Und das ist wichtig, dass wir gucken, wie gut es läuft, weil ich möchte nicht in Dilemma wie vor 2 Wochen, 3 Wochen mit Azazel, wo ich mich da reingequält habe, obwohl wir eigentlich nicht so weit waren. Es war 100% meine Schuld. Das Schlimmste ist, es hätte ja fast noch geklappt. Hat es im Endeffekt nicht. Das ist das doppelt Schlimme. So. Wir haben eine Bombe. Aber keinen rechten Platz, um die wirklich sinnvoll anzuwenden. Deswegen gucken wir einfach mal noch ein bisschen weiter. Oh Mann. Okay. Dich mache ich jetzt noch fertig. Komm. So, und die da unten sind kein Problem. Durch die Experimental Treatment haben wir sehr hohe Reichweite, mit der man arbeiten kann, auf jeden Fall. Und somit sind die schon mal kein Problem. Wir haben hier The Temperance. May you be pure in heart. Ah, what a horrible night to have a course. Wir sind Hure. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob wir ein Herz oder zwei Herzen nur noch ein halbes oder nur noch ein ganzes haben. Das ist so eine Sache, die würde ich schon gerne wissen. Oh Mann. Okay, einen Moment. Schwupp. Okay, damit Kohle. So, dann. Ach, hier. Ich gehe einfach mal hier rein. Und schnapp mir Pin die blöde Potsau. Und das war's mit Pin. Oh Mann, mir geht's gut. Ich bin nicht am Sterben. Ich tue nur so. Huh. Ah. Schlimmer Husten. Ach. Ekelhaft. Und es geht weiter. Cella 2. Curse of the Maze. Okay. Wir haben die Screw aufgehoben. Was ganz okay ist, kann man machen.
Wir haben drei Herzcontainer, das ist auch in Ordnung, sage ich mal. Wir haben Number 2. Oh. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich weiß ja, was Number 1 ist. Number 2, das scheint. Oh. Oh. Shit. Kapiert? Nee, ich. Oh. Okay. Also, random erscheint Poop. Ich hätte gern Poop hier. Yes. Wir müssen das als Art Advantage nutzen. Es ist nämlich momentan noch etwas schwammig, das System des Poopy Diarrhea. Deswegen überraschen lassen. So, wow. Und dann gehen wir hier hoch zu dem. Es ist gut, auf jeden Fall. Bad Gas. Nur glaube ich, dass wir uns selbst daran verletzen können. Was wiederum nicht ganz so gut ist. Was haben wir hier? Watch Battery. Little Charge. Wir haben aber noch nichts zu chargen. Deswegen. Bam. Bitch. Okay, dann. Wunderbar. Ein Schlüssel. Keine Bombe. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Bossraum. Widow. Ja, die Widow, die kann man gut tricken. Das dürfte also eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Damn it. God damn you. Okay. Easy peasy lemon squeezy, nicht wahr? So, dann bekommen wir noch mal ein Range Up. Das ist mäßig. Der Bump Friend ist ganz geil. Contract from below aber auch. Ich hole mir tatsächlich den Dark Bomb mit und Contract from Below. Es ist zwar etwas komisch, aber man muss es so sehen, wir haben Permahure. Das war so die Intention dahinter. Und vielleicht kriegen wir es hin, dem Dark Bomb noch irgendwas zu stecken an Herzen und so weiter und so fort. Dann gehen wir kurz hier rein. Ja, komm, wir spielen ein bisschen. Wir bekommen zwei Bomben. Das ist ganz schön. Das ist sogar sehr schön. Dann kann ich das hier nämlich bomben. Bam. Der Dark Bomb bekommt auch was davon. Just genau davon rede ich doch. Oh, cool. Okay, dann nicht. Was hast du noch? Skatol. Nope, nicht für uns. Ich gehe noch mal raus. Und gehe hier rein. Das war eine ganz schöne Pleite, aber es ist nicht so tragisch. Es könnte schlimmer sein, so muss man es sehen. Aber was mir gerade auffällt, verdammt, wir haben nur eine Bombe, um das herauszufinden. Dann lasse ich es mal lieber. Stopp. Von wegen eine Bombe. Puppy Bombs.
Okay, hier ist gar kein Secret Room. Ich hätte gedacht, hier wäre einer. Da fällt mir aber noch gerade ein, wir können ja noch den Quatsch hier bomben. Ach, komm schon, Mann. Beste Idee ever. Wunderbar. So, wir haben unsere Bombe von vorhin zurück. Es ist eigentlich praktisch mit den Pupi-Bombs. Die sind zwar nicht unbedingt von uns kontrolliert, aber ist ganz geil eigentlich. Okay, Flooded Caves. Curse of the Blind. Den mag ich natürlich nicht so sehr. Au. Dass die ein komplettes Herz Schaden machen, das kotzt mich an. Das kotzt mich so an. Der Shop ist für uns nun lohnenswert. Sprich, das wird wohl gemacht werden. Dann schauen wir hier mal kurz rein. Nope. Noch nicht, ich überleg's mir. Oh. Jupp. Oh. Pup. Perfekt. Okay. Nice. Moms Box, what's inside? Nein. Shit, okay. Die vier Münzen spende ich dann noch mal. Oh, shit. Puh. Zum Glück bin ich krank. Es gibt dem Ganzen noch mal diese gewisse Würze an. Der Typ ist krank. Danke. Krampus! Oh nein, 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 nein. Das fangen wir nicht an. Das fangen wir nicht an. Oh, shit! Diese blöden. Ich muss die Flammen ausmachen. Sonst kriege ich noch das Kotzen. Meine Scheiße, ey. Lump of Coal, das ist cool. Dead Cat. Okay. Man kann nun von der Dead Cat halten, was man will. Und das tun wir auch. Das könnte komisch werden. Nett ausgedrückt. So, schon Schaden im Voraus ausgeteilt. Das ist ganz cool. Mann, der Raum fängt komisch an. Der Floor. Der Floor. Wir sind ja so paar Schritte gegangen. Oh Mann, diese körnige Kacke immer. Die ist ein bisschen, naja, mehr am Flitzen, ne? So, nope. Das Doofe ist an der Dead Cat, dass wir gar keine anderen Guppy-Teile wirklich noch bekommen können im Moment, weil wir einfach kein Leben haben, nicht genug Leben. Das heißt, es ist abzuwarten. Der Blood Penny, das ist ganz geil eigentlich, den hole ich mit. Da wird sich unser Bum-Friend wohl freuen. Ich sehe gar nicht, ob hier was fallen gelassen wurde. Scheint aber nicht so.
Okay. Hier ist das, eventuell. Warum? Mach Popi-Pup. Naja, dann mach ich erst den Raum fertig. Zwei Schlüssel. Du setzt einfach mal eine Bombe hin. Das habe ich mir nicht gedacht. Pyro! Also was Bomben geht, dürften wir jetzt kein Problem mehr haben. Und was haben wir hier? Erstmal Missing Poster, okay. Chocolate Milk. Okay. Das heißt, man könnte eventuell jetzt etwas öfter Geklacker hören. Oh, shit. Betonung liegt auf könnte. Shit. Und dann machen wir den fertig, ne? Großer Erfolg für dich. Growth Hormones, nice. Läuft bei uns. Hör mal, so schlecht ist es doch gar nicht. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Dann gehen wir schnell weiter. Wir haben hier, glaube ich, nichts mehr zu suchen. Ich hätte gerne ein anderes Spacebar-Item. Weil das, was wir im Moment haben, das ist es nicht. Freunde, das ist es nicht. So. Okay, dann. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Aha. Wunderbar. Dann. Okay. Oh Mann. Schwupp. Der Lucky Toe, die Chocolate, nichts Gutes, gar nichts Gutes. Okay, bap, 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 bap. Alles klar. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Muss ich jetzt einfach nur warten, bis ich. Ah, okay. Doppelbomb Action. Bum 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 bum. Paralysis, cool. Cool, cool, cool. Puh. Wenn ich sterbe, hatte ich wenigstens vorher noch Spaß. Komm, Bumbrand. Ich glaube nicht. Oh, nice. Nice! Alles klar. Wir sind ja schon dezent stark, ne? Das ist eigentlich ganz geil. Okay. Ja, ich glaube, der macht kaputt. Ne, macht nicht. Okay, gut. Nein! Das tut mir sogar leid. Das tut mir sogar aufrichtig leid. Das Forsaken, The Forsaken. Arschloch. Freund, du brauchst mich zu verstecken. Wunderbar. Wir bekommen ein Heart.
Moment, hier ruft der Devil Room. Wo ich den Mark raushole. Damit wir weiter die Permaruhe haben und dennoch stark sind. Oh, ja. So, mal ganz kurz. Aber hier geht ja noch was, ne? Nope. Das Körnchen. Ne, den Secret Room hatten wir noch nicht. Das heißt, danach zu suchen ist gar nicht mal zu blöd. Was haben wir denn hier oben? Okay. Was haben wir hier? Oh, das geht. Das ist in Ordnung. Okay. Einen schwachen Haunt. Weil Spawner Haunt ist super easy. Eigentlich. Okay. So. Und nur zum. Ah, verdammt. Zum richtigen Zeitpunkt wollte ich sagen. Oh Mann, okay. Oh shit! Okay, das war's. Oh, Geld. Geld, regiert die Welt. Oh, stopp! Sammel ein! Okay. Läuft bei uns. Shit. Das geht. Und das, ja, das kann man machen. Läuft bei uns. Super Rad. Hallo. Okay, tschüss, netter Kerl, bringt uns leider nur nichts. Ja, schau an, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir da noch nicht waren. Das habe ich ja gar nicht gemerkt, Freunde. Oh, shit. Naja. Wunderbar. Dann haben wir, Daddy Longlegs. Das kann man machen. Das kann man machen, auf jeden Fall. Question marks. Okay. Dann gehen wir. Gut. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Spacebar-Item. Ace of Spades hole ich aber mit. The Devil. Okay. Ich hole sogar den Fishhead mit, weil der Fishhead ist ganz... Oh shit. Der Fischer ist eigentlich ganz cool, um ehrlich zu sein. Oh, ich dachte, uns wird noch einer folgen, aber das ist nur Daddy Longlegs. Wir haben den Devil, das ist auch ganz nett. Okay, dann eben nicht mit... Ah, oh, verdammt, ich habe jetzt die Kacke nicht gesehen. Aber das meine ich, das kann halt passieren. Böses Unheil. Komm. Wieso kommt jetzt kein Pup? Ah. Sehr schön.
Okay. Okay. Dann müssen wir ja wohl hier lang. Okay. Der die Longlegs macht das hier alles allein. Der braucht uns gar nicht. Oder wie? Ja, doch, er braucht uns gar nicht. Der kriegt Mom auch allein besiegt. Okay. Alles cool. Alles cool, noch lebe ich. Puh. Mech, mech, mech. Dammit. Dammit. Okay. Das akzeptiere ich und ich finde es ganz gut. Lost Contact. Shielded Tears. Oh man, das ist ja gar nicht mal schlecht. Perth Row, Change. Ich überleg's mir. Vielleicht brauche ich es ja irgendwann mal. Oh shit! Rainbow Baby. Puh. Das spricht wohl nichts gegen, ne? Da spricht wohl nichts gegen. Oh. Broken Watch. Und The Jar. Kann ich das hier nicht einsammeln? Was kann man denn mit der Jar machen? Ich habe gedacht, man könnte jetzt ja, ich hätte jetzt gerne das Soul Heart da mit eingepackt, dann halt nicht, ne? Aber Broken Watch ist geil. Die Broken Watch ist sehr geil. Wenn ich jetzt hier Perth Row einsetze, aha, 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 Charge Baby, okay. Wir brauchen immer noch ein besseres Spacebar-Item, aber hey, das ist ein Anfang. Ich hole auch mal erstmal The Devil mit. Lass mich überraschen. Dammit, dammit. Nicht doch, nicht doch. Ah, ne, 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 ne. Ja, das ist cool. Piep, 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 piep. Bam. Schön. Schön, schön, schön. Easy peasy. Lemon squeezy. Das läuft bei uns, das läuft. Oh, okay. Ne. Okay, es läuft immer noch bei uns. Wir sind sehr gut im Laufen. Schön, schön, schön. Wunderbar. Dann gehen wir weiter. Und, okay. The Adversary. Der.
Ja, oh shit, selbst dann werde ich noch getroffen. Naja. Es war trotzdem nicht allzu schwer. Will ich ehrlich gesagt gar nicht. Sprich, wir holen uns Pathrow. Was wir ja noch hier haben und tauschen das ein. Nee. Finde ich eine eigentlich gute Idee. So, schwupp. Und dann haben wir Stem Cells. Ich will eigentlich auch keinen Stem Cells und bin zu faul, zurückzulaufen. Verdammt. Ja, ich hole Stem Cells. Das heißt, der Permacurse ist vorbei. Aber. Ach, verdammt, so ein Ding. Ich hoffe noch auf eventuell. Wie heißt das? Wie heißt das? Ah, ein Deal with the Devil Room. Das kann natürlich immer noch passieren, ne? Schwupp. Danion Rings. Okay. 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 Bam. Bam. Na, die treffen sich so schnell nicht mehr. Bam. Und. Was macht man mit der Jar? Bitte sagt's mir, ohne Scheiß. Rotten Baby. Ich gebe alles. Okay. Dann such mir den Shop, weil wir Money, Money, Money. Ba-ba-ba-ra-ta. Ra-ta-ta-ta-ta. Rumpeti-pumpeti-pum. Okay. So, hätte ja der Secret Room sein können. Hätte. Okay, hier reinzugehen wäre vielleicht nicht die beste Idee. Bam! Okay. Bam! Oh, verdammt. Bam! Bam! Oh, stimmt, wir haben jetzt Shielded Tears, ne? Oh! Oh, dann habe ich die halt jetzt eingesammelt, ne? Die Herzen, die ich gar nicht wollte. Cool, ne? Da bin ich jetzt aber stolz drauf. Au, das war knapp. Ech. Danke. Nee, lieb mich nicht, lieb mich nicht. Bitte. Und dann haben wir Bomben. Keine Bomben. Brains. Schön. Okay. Stopp. Alles cool. Gehört zum Plan. Hurra! Und der Tag ist wieder einmal gerettet. Dank den Powerpuff Girls.
Schön. Puh. Okay, wir haben das Deck of Cards. Two of Clubs ist schon mal ganz nett. Nido. Das reicht. Nochmal Two of Clubs. Was ist da los hier? Emergency Contact. Noch einmal? Emergency Contact. Ich weiß gerade nichts damit anzufangen. Deswegen. Oh. Warte ich einfach mal auf wütende Mom. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-ba-bam. 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 Nice. Wir wollen nach oben. Schade natürlich, dass wir nicht den Boss Rush Raum erwischt haben. Da sind wir anderthalb Minuten zu spät. Und wir können gehen. Auch kein Deal with the Devil. Schade, schade, schade. Utero 1. Oh, au. God damn it. You little bitch. You little bitch. I'll get you for this, bitch. Wir gehen weiter. Boop. 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 Mech. Oh. Shoot. Okay. Oh, hier ist ja gar nichts. Doch. Hier sind noch Mams Grabbler. Joker. Ja, bitte. Penta, komm. Ja, bitte. Hier hab ich Tee. Weil jetzt. Ah, nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Jetzt sind wir stark, Freunde. Wir sind stark. Stärker als je zuvor. Und jetzt, ich glaube, wir können jetzt alles schaffen. Da bin ich sogar fest von überzeugt. Bam, guckt an, meine Stärke. Ohuhuhu, haha. Au, den habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen. Da oben, den Schlawiner. Aber das ist nicht schlimm. Das ist ganz und gar nicht schlimm. Bob. Gotcha. Au. Oh, okay. Oh, wow, das hat mich erschreckt. Das hat mich erschreckt. Aber hey, das war's. Und. Direkt auf mir zu spawnen ist voll unfair. Das erschreckt mich doch total. Okay. Es war mäßig gut. Eigentlich gar nicht mal so gut. Ah, verdammt. Ach, Dreck. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Ja.
Boop. Boop. Oh, ärgere doch den Bumfriend nicht so. Huh, cool. Cool, cool, cool. Bob. Bob. Okay, alles gut. Schlüssel. Ich weiß nicht, ob die zwei unbedingt notwendig sind. Sag mal, bin ich so blöd oder tue ich nur so? Es läuft doch gut, wieso mach ich mir das selber kaputt? Ein Undingen. Ein Undingen. Geh bitte in die andere Richtung. Ah, hat schon erledigt. Blöder Daddy Longlegs. Blöd auf seine Intelligenz, nicht auf sein allgemeines Haberer zurückzuschließen. Da oben ist ein Tinted Rock, glaube ich. Oh. Schön. Bap, bap, da, bada, bap. Mama Gertie. Mama Gertie. Mama Gertie. Ach was? Du hast mich nie im Leben getroffen. Okay. Die alte Bitch. Lunch und dann gehen wir hier rein. Und verdammt, wir waren hier schon drin. Oh, jetzt haben wir das aufgehoben und können es nicht wieder wegholen. Damn it. Okay. Utero, Curse of the Blind, weil sonst wäre es ja langweilig, ne? Hier müssen wir nicht lang. Vielleicht hier. Nope. Und dann haben wir hier Envy. Hey, cool. Das war knapp. Cool. Okay. Wunderbar. Na, ich warte. Oh, fucking Bullshit. Death, was haben wir noch? Two of Spades, okay. Ein Undingen. Ein Undingen. Kurz gucken, ob hier ein Tinted Rock ist. Nee, sieht nicht so aus. Oh, was ein Raum, was ein Raum. Nee. Au! Ah, shoot! Das war knapp. Oh, das hier ist eine Katastrophe. Danke, aber... Nein, danke. Ah, Doppel-Loki, damit komme ich klar. Habe ich zwar nicht wirklich Lust drauf, aber damit kommt man klar. Wo ist er denn? Ah, hier. Dort drüben, wo es keinen interessiert. Okay. The Hanged Man.
Yech. Alles klar. Dann sind wir nun bei It Lives. Shoot. Okay. Das hier ist eigentlich mein Plan. Weil wir Shielded Tears haben, kann Mom uns nichts antun. Deswegen können wir uns tatsächlich zurücklehnen und schießen. Und wirklich nichts anderes machen. Das reicht vollkommen aus. Das ist halt ganz praktisch. Was? Nein! Das ist voll doof gewesen. Naja. Ich fühle mich tatsächlich nicht ganz gewappnet für Hash. Wir haben's. Nee, es reicht nicht aus. Ich würde sagen, das wäre ein Selbstmordkommando. Hash. Natürlich sind davor immer die Items. Aber muss was verdammt Gutes sein. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht genau was. Nee, ich. Lass mich kurz überlegen. Harsch. Ne, die Shielded Tears bringen uns da auch recht wenig, weil der mit seinen Omnitränen da ja um alle Ecken schießen kann, ne? Das wird nix. Wir gehen sofort weiter. Cathedral. Dann machen wir es lieber leicht und simpel gegen Isaac. Wo ich dieselbe Technik wie gegen Maidlis anwenden kann. Schön, oder? Schön, oder? Nope. The Empress. The Emperor hätte mir mehr gefallen. Steven. Komm, stirb einfach. Ich habe gesagt, stirb einfach. Danke. So, das springt uns rein gar nichts. Hier ist rein gar nichts. Okay. Entschuldigt. Nein. Okay. Nett. Dann haben wir hier Two of Spades. Oh, shit. Ja, bitte. Bitte nicht, um ehrlich zu sein. Aber hey. Ein Quarter. Ein Quarter. Na toll. Den haben wir jetzt natürlich nicht unbedingt gebraucht. Bob's Rotten Head ist eventuell interessant. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Cool. Ich hole mir Bob's Rotten Head mit. Und wie gesagt, Taktik wie gegen Mom im Prinzip. It Lives. Nicht gegen Mom war eine andere Taktik.
Weil er uns einfach nichts kann. Es dauert vielleicht etwas länger als wir gegen Adlibs, aber jo, das ist jetzt, ja, jetzt müssen wir eventuell etwas aufpassen. Hier, das wird mal hier einmal so machen. Ah, shit, er hat uns getroffen. Der blöde Engel hat uns getroffen. Und jetzt können wir Frontalangriff machen, sage ich mal. Oh shit! Blöde Plumpskuh. Oh, das war knapp, um erst zu sein. Mech. Mech. Oh shoot. Und komm schon. Ich wollte gerade sagen, das war's doch. God damn it. Schön. Das war cool. 69 Schlüssel. East Birdfoot. Das ist im Basement. Und wir sind in der Chest. Okay. Der Pieper ist geil eigentlich. Pisces, Tears Up, Knockback, Shots, okay. Pyromaniac, Bomben tun uns nicht weh, das ist jetzt echt geil. Und Scatter Bombs, die Pop Bombs in your Bombs, das ist perfekte Kombination. Weil wir auch noch Poop Bombs haben. Aber die Bomben tun uns ja nicht mehr weh. Ist das nicht schön? Die tun uns natürlich noch weh und ich hatte auch nicht vor, gegen ihn zu laufen. Wunderbar. Was haben wir hier? Mr. Mega. Das spielt uns jetzt schon etwas in die Karten. Au. Ich hasse den Kerl. Oh shoot. Nyeh. Nyeh. Ah. Eh. Eh. Nein. Ach, komm schon. Sind wir wirklich so viel schwächer als im Curse-Modus? Das ist doch schund. Ich möchte mein Geld zurück. Ah, fuck. Menschenskinder. Stirb unter Qualen, du blöde Sau. Du blöde Sau. Du blöde Sau. Danke. Ich hab gedacht, die Show hätten wir hinter uns, Freunde. Ich hab gedacht, die Show hätten wir hinter uns. Oh, noch ein Quarter? Euer Ernst?
Nee. Okay. Mhm. Und tada. Oh Mann. Fick dich und halt's Maul, Onkel Ficker. Oh, ja, wir sind wieder die Hure. Freunde. Ich glaube, ich belasse es bei der Taktik. Ich mache dem Schaden, der mir nicht, das reicht mir. So, läuft bei uns. Retrovision, zum Glück haben wir die noch aufgehoben, ne? So, wir haben zwar nicht Hash besiegt oder den Boss Rush Raum überhaupt gesehen, aber ich finde, das war eine sehr klackende Episode. Das kann man mal machen. Das kann man auch lassen. Also die Chocolate Milk am besten meiden. Sacrificial Knife. Mein Name ist Elegant und wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt, let's play The Binding of Isaac Afterbirth. Bis dahin. Ciao.